Hallo, ich bin Jaime Beck. Ich bin Deutsch-Kolumbianer und Integrationshelfer aus purer Leidenschaft. Freundliche Menschen, denen es auch ein großes Anliegen ist, zu helfen. Und es hat ihnen gefallen, wie ich arbeite, etwas unkonventionell, ganz unakademisch, haben mich gebeten, diese Videos zu machen. Ja, und dann geht es um Konjugieren. Und mir ist aufgefallen, dass wenn Sie jetzt da auf einen Zug aufsteigen, was in eine Richtung geht, dass es Ihnen leichter ist zu lernen. Das heißt, wenn ich Laufen als solche anspreche, dann nehme ich die nächsten zwei unverändert mit. Das heißt, Laufen, diese Handzeichen für wir laufen, Sie laufen, Leute draußen, ja? Denn dieses wir laufen, Sie laufen, Sie laufen. Haben Sie dreimal unverändert. Laufen, laufen, laufen. Und jetzt, wenn ein Bruch kommt, so ich laufe und die Betonung auf E, immer der Fall, dann wissen Sie, dass es falsch ist zu sagen, ich laufe. Was heutzutage auch viele Ausländer, die lange in Deutschland leben, immer noch sagen, ich laufe, ich esse, ich trinke. Das haben Sie von Anfang an im Grunde genommen verstanden. Also, Fragen, Fragen, wir fragen, Sie fragen, ich frage. Und dieses so ein bisschen Singsang erleichtert Ihnen. Ja? Dann kommt das Du. Ich mache ein und für sich nur. Wir, ich, du und sie. Weil damit haben Sie 80% der Situationen erstmal unter einem Hut, bevor man ins Er, Sie, Es und die verschiedenen Sies und so weiter reinkommt. Das verkompliziert das. Dann verlierst du die Leute. Dann werden sie auch müde, geistig zu sehr gefordert. Ja? Immer diesen Singsang anbietet. Schauen, schauen, wir schauen. Wir schauen, Sie schauen, Sie schauen, ich schaue. Jetzt kommt das du schaust. Und beim ST vom schaust, damit es deutlich kommt, immer so ein kleines Peischen gibt. Also gehe ich auf Sie zu und sage, du schaust, du lachst, du weinst. Und dieses T verankert sich irgendwie. Okay? Und dann haben wir Verben wie weinen, 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 lachen, 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 suchen, suchen, finden, finden, la 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 la, singen, la 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 la, singen, tanzen, tanzen. So, und dann wird es konjugiert und irgendwann. Aber erst bestimmt nach dem dritten, vierten Mal, wo es sich total verankert hat, zeige ich Ihnen auch, wie das geschrieben wird. Und meistens wundern Sie sich, dass es so geschrieben wird, aber dann wird es plötzlich leicht und deutlich und sieht Sie nicht durcheinander mit etwas, was Sie sehen, was Sie dann zusammenbringen sollen, mit dem, wie sich das anhören soll. Okay? Und eine Bitte, wenn es gefallen hat, einfach liken oder noch besser weiterleiten.